Herzlich willkommen zu unserem Christmas Jam Livestream, denn wir möchten heute schöne Musik machen, und zwar Weihnachtsmusik. Musik, um euch und auch uns so richtig in Weihnachtsstimmung zu bringen. Deshalb haben wir nämlich extra ganz besondere Hüte aufgezogen. Alle vier, vor allem die von Obi, das ist die schönste, denn die hat er, seit er ganze ein Jahr alt ist, ne? Genau. Und wenn ihr euch fragt, wo wir sind gerade bei mir zu Hause in meinem Musikzimmer. Deshalb habe ich auch Socken an und das sind meine Klaviersocken für zu Hause. Wenn ich Klavier spiele, habe ich immer nur diese Socken an, immer die gleichen. So, und das, was ihr gerade gehört habt, das war Sleigh Ride. Und da steht auf den Noten The Frank Dupree Birthday Edition. Und zwar ist dieses Arrangement von Libor Šíma, unserem Saxophonisten. Und er hat extra für heute dieses Arrangement gemacht mit 7/8-Takt, 5/8-Takt, 13/8-Takt. Ich weiß nicht, um uns zu ärgern, um mich zu ärgern. Mit auch. Mit auch, ja. Aber trotzdem, es ist einfach ein geiles Arrangement und das macht besonders Spaß. Und da danke ich dir, Libor, dass du mir das zum Geburtstag geschenkt hast. Nein, erstmal muss ich alle vorstellen, das ist vor allem wichtig. Also, wie schon gesagt, am Saxophon heute Libor Šíma. Dann haben wir am Drumset nebendran mit der schönsten Mütze, das ist Obi Jenne. Jetzt war der Kopf ab. Und am Bass hier direkt hinter mir, das ist Jakob Kropp. Irgendwie fehlt Applaus, das ist ganz ungewohnt. Ja! Genau, das ist ganz ungewohnt. Normalerweise, man ist es gar nicht mehr gewohnt, Konzerte geben ohne Applaus. Normal, also in der letzten Zeit ist ja schön. Aber wir möchten eben mit euch gemeinsam meinen Geburtstag feiern. Wir möchten das Leben feiern, die Musik. Und da nicht alle, die ich gerne eingeladen hätte, hier in mein Musikzimmer passen, daher gibt es einen Livestream. Und dazu begrüße ich euch zu Hause, am Handy, im Zug, unterwegs oder wo auch immer ihr gerade seid. Wir machen weiter, oder? Es gibt noch einen Song, und zwar wieder von Libor arrangiert, nämlich Winter Wonderland. Und jetzt wird es hier wieder speziell, denn ja, Libor ist ein Fuchs und der hat wirklich ein Wonderland komponiert. Denn dieser Song ist eigentlich ein schöner Swing, man kennt die Melodie und Libor hat aber Rückungen eingebaut. Also wir bauen immer Stufen und Stufen und bewegen uns harmonisch in ganz fremde Regionen, die eigentlich in diesem Song gar nichts zu suchen haben. Aber vielleicht merkt der eine oder andere, da ist was komisch. Und das ist eben das Arrangement von Libor, dass das dem Ganzen nochmal so die Zimtnote eigentlich obendrauf gibt. Ja, fangen wir an. Jo. Thank you.
Libor. Ein Arrangement von Libor. Obi am Schlagzeug, Jakob am Bass und das Geburtstagsfrank am Klavier. Genau, an den schwarz-weißen Socken. So, und jetzt seid eigentlich schon ihr dran. Denn wir haben gedacht, es ist zwar eine Christmas-Jam-Session, aber es gibt eigentlich nichts Cooleres, als wenn man einen Song spielt, den man vorher noch nie gespielt hat. Wir müssen uns vor allem auf die Tonart einigen, vor allem mit dir, Obi, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. So, also, nun die Frage an euch zu Hause oder an euch unterwegs. Habt ihr einen Lieblings-Weihnachtssong, einen Christmas-Song? Das kann ein traditionelles deutsches Weihnachtslied sein oder eben was Swingiges. Es gibt auch ganz poppige Weihnachtslieder. Wir sind für alles offen. Wir hoffen, wir kennen die Melodie und wir kennen auch die Chords. Das zeigt sich dann später. Also lasst uns wissen, ob ihr einen Lieblings-Christmas-Song habt und wir spielen ihn dann. Gibt es einen? Haben wir schon einen da? All I Want for Christmas. Gleich zweimal. Also mit Wiederholung. In verschiedenen Stilen. Kriegen wir das hin? Kannst du die Melodie? Keine Ahnung, aber wenn du sie mir mal spielst. So, ne? Ich kenne so viel Weihnachtslieder, ausgerechnet das kann ich nicht. Das ist aber auch. Du spielst das Thema. Wie geht's dann weiter? Da. Einfach das als Form. B, S, D, 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 D. Das ist dann. Ja, genau. Probieren wir mal. Und los.
Mariah Carey, oder? Deswegen kenn ja. Ich kenne ja. Mariah Carey hat es gesungen, glaube ich, ja. Haben wir noch einen? White Christmas? Musst du eigentlich singen? Ich? Das willst du nicht hören. Von uns singt definitiv keiner. So, Tonart? Wieder B, oder? Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir B-Dur, kriegen wir hin. Okay, in welchem Stil? Wir machen für New Orleans. Ne? New Orleans, oh. Oh ja, das ist so eine gute Idee. Double Time Thema. Moment! Thank you.
wir können euch eine Sache versprechen. Das haben wir nicht geübt. Sondern das ist eben ein richtiger Jam. Einfach Melodie, Bass, irgendwelche Chords. Und der Obi macht die Rhythmusmaschine da hinten. So, ich bin der Meinung, wir brauchen ein bisschen was, oder? Für zwischendurch. Denn wenn ich Geburtstag habe, das ist zum Glück immer kurz vor Weihnachten, dann wird meine Mama so ein bisschen wahnsinnig. Denn dann kann sie nicht mehr schlafen und verbringt die ganze Nacht in der Küche und backt. Heute gab es schon mal 2 Kuchen, wie man sieht. 2 vorzügliche Kuchen und natürlich schon die ersten Plätzchen. Und darfst du eigentlich essen, wenn du Saxophon? Nee, ne? Oh, aber du kriegst dafür nachher umso mehr, umso mehr. Deshalb gibt es jetzt ein paar Plätzchen. Obi, ein Tusch. Was nicht geht, ist Mikro halten, moderieren und Plätzchen austeilen. Also nochmal, hier. Für die, du hast schon. Hä? Wann hast du das genommen? Tut mir leid, aber gleich. Ja, verklebtes Saxophon. Mmh, oh, die mit der... Diesen, du darfst gucken, was du dir später nimmst. Und dann gibt es noch, hier gibt es noch eins mit Kaffeebohne. Das mag ich ja auch sehr, sehr. Also ich kann euch nur empfehlen, immer lieb zu Mama sein. Immer brav Klavier üben und dann gibt's Plätzchen. Genau. Noch eins? Ja, Jakob. Du kannst 20 essen. Wir nicht. So. Wie viel Uhr? Wie viel haben wir denn schon? Nee, ich meine Uhrzeit. Das Sandmännchen kommt ja auch gleich noch. So. Dann würde ich sagen, machen wir weiter im Programm, oder? Denn wir haben noch einen, also heute gibt es ja nur Arrangements. Ich muss erstmal fertig kauen. Das trifft mich jetzt voll kalt irgendwie. Was soll ich denn erzählen? Spielen wir jetzt Maria durch den Dornwald ging? Eigentlich nicht. Eigentlich, was spielen wir denn? Christmas Tree? Ja. Wir spielen gleich ein geniales Arrangement von Oh Christmas Tree. Und dieses geniale Arrangement hat der geniale Frank gemacht. Und ich freue mich drauf. Und wir haben es vorher das erste Mal gespielt und sind total begeistert. Hiermit ist meine Ansage zu Ende. Na dann, spielen wir jetzt O Tannenbaum. Aber in so einer Disney-Variante. Es ist so ein bisschen kuschelig, ganz ruhig. Und in, was ist das? In Des-Dur. Viele Bs. Dann Oh Christmas Tree. Ich habe immer noch Plätzchen zwischen den Zähnen, aber macht ja nichts. Und klebrige Finger. Zähnen. Thank you.
So schön, ja. Das ist eben Weihnachten und Christmas eigentlich hier bei uns zu Hause. Nur so viele Weihnachtslieder am Stück spielen wir dann doch nicht, wenn wir proben. Denn wir haben ja auch noch andere Konzerte zu spielen. Jetzt gerade am Freitag haben wir noch Kapustin gespielt und da kommt auch bald das neue Album. Da ist nämlich auch der Obi mit dabei. Kapustins fünftes Klavierkonzert und dann beim Doppelkonzert spielt der Obi noch Drums, leider ohne Saxophon und ohne Jakob am Kontrabass. Aber es wird trotzdem eine gute CD. Also schon mal vormerken für nach Weihnachten. Ja, ist es jetzt schon das letzte? Nee, nein, wir haben ja noch. Ja, also gut, dann spielen wir jetzt Maria durch ein Dornwald ging. Und das ist eigentlich auch ein super, sehr, ein bisschen ein trauriges deutsches Lied, Weihnachtslied. Und Libor hat ein Arrangement gemacht, was so ein bisschen à la John Coltrane klingt. Also so richtiger, heftiger, cool Jazz, bin ich richtig? Richtiger? Modaler Jazz mit fetten Drumset. Und damit legen wir gleich los. Thank you.
Ja, dieses Mal ging Maria ein bisschen anders durch den Dornwald. mit Lederjacke und Piercings, genau. Und schwarz gefärbten Haaren. So, ja, aber jetzt kommen wir tatsächlich schon zum letzten Stück. Geht's euch zu Hause noch gut? Daumen hoch. Daumen hoch. Klingt deutlich nach einem Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, denn für mich gibt es wirklich nichts Schöneres, als dass man einfach nicht nur Kaffee und Kuchen zum Geburtstag hat, sondern einfach, dass die Freunde nach Hause kommen, dass man dann gemeinsam Musik macht, denn das ist der Grund, warum wir eigentlich, warum wir hier sind, warum wir leben, wofür wir leben. Und das ist Musik machen, und da gibt es einfach nichts Schöneres, als das mit den besten Freunden zu teilen. Und da bin ich super, super dankbar, dass ihr da seid. Deshalb gibt es auch gleich, Achtung, alkoholfreien Punsch. Und der ist echt gut. Ich habe ihn heute Morgen schon gekostet. Der hat die ganze Nacht durchgezogen. Ja, und dann möchte ich auch noch Danke sagen, dass die Menschen seht ihr nicht, aber vielleicht können wir ja mal schwenken. Wir können ja mal die Kamera schwenken. Jetzt bist du gefragt. Oh, guck mal. Ja, da ist der Chris und der Marco. Und die Amanda. Und die drei haben das Ganze sozusagen für euch möglich gemacht, dass ihr auch mit uns mitfeiern könnt. Und dass es hier so zu Hause so schön aussieht. Denn es sieht eigentlich, also es sieht schon schön aus, aber nicht so schön wie heute. Denn so oft habe ich nicht den Flügel mit Nistelzweigen geschmückt. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Lied. Und das ist welches? Ah, hier. Have yourself a little Christmas. Das ist a merry little Christmas. Genau, mit Intro. Von wem? Von mir. Tempo? Ballade? Okay, dann mache ich jetzt eine kleine Intro und dann kommt das letzte Lied und damit sagen wir dann eigentlich, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt mache, frohe Weihnachten. Ich sag frohe Weihnachten von uns allen und dann einen guten Rutsch. Und das Schlimme ist, dann kommt schon gleich 2023. Die Zeit rennt und wir werden alle ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen klüger. Hoffentlich immer bleiben wir einfach immer lieb. Das ist das Wichtigste und dann wird die Welt auch eine schöne werden. So, also, letztes Stück, Have Yourself a Merry Little Christmas. Thank you.
Danke, frohe Weihnachten und tschüss.